Hallo, liebe HiFi-Crackpot-Freunde, liebe Zuschauer zu diesem Video. Heute haben wir ein neues Produkt mit am Start. Und zwar ist es hier eine Soundbar. Die ist relativ leicht und relativ günstig, muss man sagen. Wir sprechen hier von der Audio Affairs Soundbar. Die gibt es für derzeit 75 Euro bei Amazon. Wiegt hier irgendwie 3-4 Kilo, wird angegeben mit, glaube ich, 3,8 Kilo und ist relativ kompakt. Trotzdem bietet sie einiges an Umfang, speziell dort die Anschlüsse. Was der eine oder andere mittlerweile zu schätzen weiß, ist das HDMI ARC. Die meisten Fernseher beherrschen das, worüber ihr den Ton von eurem Fernseher zu eurem Audiogerät über das HDMI-Kabel zurückschicken könnt. Diese Box beinhaltet und beherrscht das auch, dieses ARC, sodass dem nichts im Wege steht. Also auch dem Amazon- oder Netflix-Filmvergnügen hier keine zusätzlichen Kabel benötigt werden, außer dem HDMI. Des Weiteren haben wir einen AUX-Eingang, der auch verwendet werden kann, um halt USB-Geräte mit einzuspielen, wie so ein MP3-Player, wobei den heutzutage wahrscheinlich keiner mehr hat. Des Weiteren haben wir hier Bluetooth 3.0 mit verbaut, um noch bessere Reichweiten zu erzielen und eine kristallklare Klangübertragung. Dann haben wir hier noch mit eine klassische FM-Antenne, die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr verwenden werden, weil wer heutzutage noch großartig Radio. Wir haben auch einen USB-Anschluss auf der Rückseite, der allerdings nur für den Service gedacht ist. Dazu gibt es hier auch noch eine kleine Fernbedienung, über die ihr die wichtigsten Funktionen steuern und einstellen könnt. Dazu zählt halt jeweils euer Eingang, als auch unterschiedliche Klangmodi. Die sind hier festgelegt in Flat, Movie, Musik und das war's dann leider schon. Ihr könnt das Display, was hier vorne in der Front ist, auch dimmen. Darüber wird euch jeweils der Eingang als auch der Pegel von eurer Soundbar angezeigt. Die Soundbar ist laut Hersteller mit bis zu 80 Kilo belastbar. Somit entspricht es oder eignet sich die auch sehr gut, um sie unter einen Fernseher wirklich drunter zu stellen und als Sockel zu nutzen, falls ihr keine Möglichkeit habt, euren Fernseher an der Wand zu montieren oder Platz in einem Regal habt, wo die Soundbar reinkommt. Das Spannendste wird wahrscheinlich für euch alle sein, wie klingt die denn? Weil die ist relativ schmal. Hier in der Front haben wir knappe 5 cm Bauhöhe, was natürlich den Spielraum für Treiber hier in der Front als auch den Sub, der hier auf der Unterseite verbaut ist, ein bisschen limitiert. Und die meisten denken jetzt wahrscheinlich, naja, was soll denn aus so einer kleinen Büchse kommen? Nicht viel Klangvolumen, kleine Lautsprecher. Das kann doch gar nicht doll klingen. Ich muss dabei sagen, ich bin echt überrascht, was für 75 Euro aus diesem, ich nenne es jetzt mal bewusst so, Holzkasten rauszuholen ist. Aber dafür bekommt ihr jetzt hier ein paar Aufnahmen und könnt euch selber ein Bild dazu machen. Die einzige Spur, die wir haben, ist dieses Geräusch.
Ja, jetzt hattet ihr die Möglichkeit, euch selber ein Bild zu machen. Mich persönlich hat es echt krass überrascht, was an Sound hier rauskommt. Bedenken wir den Preis von derzeit 75 Euro und dieser doch recht kleinen Lautsprechermembran und kompakten Abmessung, bin ich echt überrascht. Gerade was den Bassbereich angeht, muss ich sagen, ist das Ding echt ein Hammer, was man sonst eigentlich nur von größeren Lautsprechern erwarten würde. Vergleichbar vielleicht auch noch mit den mit Bluetooth-Lautsprechern von Edifier. Aber das ist was anderes. Und deswegen bin ich wirklich, wirklich überrascht und kann es für den Einsteiger, der jetzt nicht viel Geld für ein bisschen besseren Klang als seinen TV-Sound haben will, kann ich das Teil empfehlen. Genauso für jemanden, der Student ist, der Azubi ist, die nicht viel Kohle haben oder Leute, die sagen, hey, ich brauche gar nicht so eine riesen Soundbar, ein bisschen was Besseres würde mir schon reichen, ich habe auch nicht viel Platz für kleine Wohnungen. Wohnzimmer 20, 30 Quadratmeter reicht das Teil auf jeden Fall, um das in Zimmerlautstärke und ein bisschen mehr zu bescheinen, sodass dem einen oder anderen Kino- und ja, Fußballabend vielleicht jetzt in der EM-Zeit auch nichts im Wege steht und das ganze Hörvergnügen einfach ein bisschen aufpeppt. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen.